Jo, bis Leute, heute geht es um das Thema X-Post. Dieses Video besteht aus drei Teilen. Zum einen, was ist X-Post? Zum anderen wird es auch erklärt, wie man X-Post installiert, auf was man achten muss. Und am Ende werde ich einige Module vorstellen. Also bis nach dem Intro. Was ist eigentlich X-Post? Bei X-Post handelt es sich dabei um ein Framework, das alleine keine Funktionen bietet. Jedoch kann man mehr oder weniger Erweiterungen, Add-ons installieren, die sogenannte Module. Je nach Modul kann es Layouts verändern, tiefgreifende Veränderungen, aber auch Zusatzfunktionen erhalten. Ungefähr wie bei Chrome die Add-ons, Adblock, Messenger, Stylish. Ist etwa praktisch das gleiche. Wer immer noch keine Ahnung hat, was Framework ist, kann hier durchlesen. Auf was muss man eigentlich dabei achten? Jo, hier sieht man alles schön zusammengefasst. Die Chart-Datei ist für Entwickler. Hier ist die Application, die man gleich installieren kann. Und dann muss man auf zwei Sachen achten. Die SDK-Version 21, 22, 23. Und auch auf die Architektur ARM, ARM64, x86. Jedoch x86 sagt mir gerade nichts. Das müsst ihr selbst herausfinden. Wenn ihr dabei irgendwas falsch macht, kann es sehr schnell passieren, dass ihr in sogenannten Bootloop gelangt. Also Bootschleife. Jo. In meinem Fall war das SDK 23 ARM, also für CEM 13, Android 6.0. Für einfaches Flashen könnt ihr gerne auch diese App installieren oder auch ganz normal über Recovery Datei, ZIP-Datei aussuchen, flashen, fertig. Jetzt geht es darum, um die passende SDK-Version herauszufinden und auch die passende Architektur. Um die richtige SDK-Version herauszufinden, relativ nicht schwer. Dazu benötigt man einen Root-Dateimanager bzw. Root Explorer, je nachdem wie das bezeichnet wird. Gehen wir dann auf Systemordner, dann auf die Datei bult.prop oder so. Seht ihr gleich im Bild. Und danach sieht man gleich SDK 23, ARM V7, also 32-Bit-Version, die V8 ist schon 64-Bit-Version und das mit dem dritten Teil, X82 oder so, da müsst ihr echt selbst nachschauen, da kenne ich mich nicht aus. Zusätzlich, alles was unter V7 ist, ist 32-Bit-Version und die einzigste 64-Bit-Version müsste die V8 sein.
Da bin ich mir jedoch nicht sicher. Kommen wir langsam zum Schluss. Es können drei Möglichkeiten entstehen. Entweder beim Starten passiert gar nichts. Und wenn man die App startet, wird angezeigt, dass XPost nicht installiert ist. Zweite Möglichkeit wäre, dass man in Bootloop reinkommt, also Bootschleife. Jetzt könnt ihr euer Backup draufspielen oder einfach alles von vorne anfangen, Hard Reset, was auch immer, und alles neu installieren. Und die dritte Möglichkeit ist, wie man hier auf dem Bild sehen kann, XPost Framework Version 8.0.80 ist aktiv. Alles klar. Die Module mache ich jetzt in einem anderen Video. Gerade einfach keine Lust, keine Zeit, was auch immer. Sucht euch aus. Peace.